Rust. Der Zug in Rust hat mehrere Möglichkeiten. Er dient erstens zum Transport, man kann aber auch Loot aus ihm gewinnen. Allerdings nur dann, wenn du sicher dort ankommst. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Aber wie beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag, Freunde, zu einem neuen Rust-Abenteuer. Wir sind mal wieder nackt am Strand und gehen rein, Freunde. Mal gucken, was abgeht. Heute bin ich solo unterwegs. Und hoffe natürlich das Beste. Es ist schon ziemlich spät, deswegen habe ich mir einen Trio-Server ausgesucht und hoffe, dass wir schon mal ein bisschen Fuß fassen können, damit es vielleicht morgen richtig abgeht. Let's fucking go. Okay, der Server ist schon ein bisschen älter. Und wir könnten ein paar Shops abgreifen. Hier 1500 Schwefel für eine 2er Workbench. Auf jeden Fall lecker. Wir wollen HQM. Überwachungskamera in G20. Ich würde sagen, wir suchen erstmal ein bisschen Food. Ein bisschen was zum Fooden. Ist schon ein bisschen her, dass ich Rust gespielt habe. Jetzt kam ja Warzone 2.0 raus und da waren wir echt viel unterwegs. Aber heute hat es mich mal wieder einfach in Rust verschlagen. Ich habe einfach mal wieder Bock zu den geilen Grind. Deswegen, let's go. Der Plan ist eigentlich relativ einfach. Ich will irgendwo hier unten zwischen Parabolkraftwerk und Bandit. Dann haben wir Access zur kleinen Ulrich. Ich denke, die wird solo eher machbar sein. Und hoffen wir einfach mal, dass wir ein bisschen Loot rankriegen. Schauen wir mal, was unsere Nachbarschaft dann dort sagt. So. Die sind einfach so voll. Voll gefressen, voll gesoffen. Perfekto. Ich hab's schon vermisst, Mann. Die ganze Atmosphäre. Rust ist schon einfach. Rust ist schon Liebe, Freunde. Man geht gerne mal andere Spiele spielen, aber Rust ist halt immer noch irgendwie das Ding. Oh. I'm only a naked bro. Please don't kill me, bro. Überleben wir nicht. Wir haben sogar den Loot bekommen. Richtig frech. Schauen wir erstmal, dass wir Land gewinnen. Vielleicht ein bisschen Straßenloot. Erstmal machen wir noch ein paar Meter gut. Oh, Hassi. Big, Freunde, big. Was haben wir denn hier? Das schaut sehr geradet aus. Oh, maybe gibt's da was zu holen. So. Weil ich bin solo. Alles ist wichtig. Er wird kaputt gehen. Er hat's überlebt. Oh. Oh, Freunde. Das ist geil. Das Weg, drei Öfen. Ich würde sagen, die Ausbeute war sehr gut. Ich meine, das spart uns schon echt viel. Den heben wir mal auf, Freunde. Vielleicht können wir den noch kaufen. Ja gut, ich würde sagen, die Welt haben wir nicht. Was mich
nicht erstellt. Wir haben noch nicht mal eine Waffe, Freunde. Ja, wir sollten schon, dass wir weiterkommen. Big Ball. Das müssen wir eigentlich fast grinden. Nein, es ist spät, Digga. Die meisten sind schon ziemlich weit. Vielleicht geben die alle einen Fick auf so einen. Bist du ein Drop? War schon weit, ne? Naja, komm, lass mal's. Wir kriegen schon noch unsere Chance. Soll lieber schauen, ob wir noch einen Base-Spot kriegen. Ja, der lacht mich so an. Das ist auf jeden Fall nicht gecallt, das ist schon mal gut. Umständen wird sich jetzt schon keiner geiern. Mitten in der Nacht. Geht weg. Ich kann den brauchen, Freunde, ich brauch den. Ich hab noch keinen Schuss gehört. Ey, wir haben hier Luck, weil er ist auch down schon da gekommen. Steht er. Freunde. Anders Big. Komm schon, gönn. Oh mein Gott. Let's go. Okay, wir müssen eine Base bauen. Absolut stark. Und Jackie halt auch noch, Freunde. Das ist halt schon big. Ich meine, wir haben einfach einen Traumstart, Freunde. Wirklich. Vielleicht wirklich hier? Ja, let's do the shit. Sehr gut. Oben lassen wir mal noch. So, Metall ist burning. Das hätten wir auch. Dann sollten wir da schon mal gut betucht sein. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr viel Schwefel. Organisiere ich mal schnell noch zwei Sulfur-Nodes und dann schaue ich, dass wir die Fire Workbench da oben schnell uns holen. Die würde nämlich schmecken. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Scrap. Wenn wir eigentlich, denke ich, durch die Card Runs recht schnell kriegen, dann sind wir echt gut im Spiel. Ja, nice. Könnt ihr noch eine Tommy kaufen, die ist echt gut in Schuss, dann könnten wir eine spielen. Direkt. Scheiß drauf, machen wir. Ja gut, ab nach Hause. Jetzt das Zeug schön nach Hause bringen. Ich meine, es läuft wunderbar, Freunde. Nice. Das war sehr, sehr gut, Freunde. Und dann machen wir mal einen kleinen Loot Run. Oxum. Da werden wir bestimmt eine Green Card finden, also. Und let's go.
Dachte ich mir doch. Oh, not bad, not bad. Ich will eigentlich hier diese Low Spots relativ überspringen. Direkt powerlooten. Und das immer wieder. Und vielleicht mit ein bisschen Elan können wir noch Small Rig taken. Aber erstmal ein paar Basics, Freunde. Bumbo. Bad. Boah. Select. Ich habe heute Warzone gespielt und hatte die ganze Zeit Game Freezes. Jetzt hatte ich kurz Panik, ich bin ehrlich. Da hat es mal wieder anders reingekickt. So, und jetzt Grab. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal wieder ein Stück näher. Tut. Oh, sogar eine Milli. Feder, sehr gut. MT-Buddy, sehr gut. Sicherung, sehr gut. Oh, das Ding sollten wir auf jeden Fall auschecken. Leiter. Big. Von der absolut big. Ich glaube, es geht da rein. Frage ist, kommen wir nochmal? Research heißt die Leiter? Ja. Leiter ist wichtig. Oh, hier muss es doch noch was geben, Freunde. Sag nicht, die wäre jetzt for free gewesen. Ach, leck mich. Ja, die Ausbeute ist okay. Also, um Kisten brauchen wir uns erstmal nicht mehr kümmern, Freunde. Irgendwas so, wenn wir die voll haben, dann sind wir richtig gut dabei. Es lief einfach fabelhaft. Wir haben alles das bekommen, was wir wollten. Bis auf eine Sache. PvP. Aber gut, was erwarte ich, mitten in der Nacht auf einen Server zu joinen, der schon ein paar Tage alt ist? Das große PvP? Eher weniger. Allerdings sollte ich sehr schnell feststellen, dass ich auch mitten in der Nacht hier nicht alleine bin.
Digga, das ist halt ultra beschissen jetzt. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Let's go. Tag 2. Und nach so einem erfolgreichen ersten Tag wollte ich heute PvP. Und direkt bei meinem ersten Farmrun sollte ich den auf jeden Fall auch bekommen. Die Ecke. Wo ist die Ecke? Wo ist die Ecke? Wo ist die Ecke? So schlecht geworden. Leider war die AK nicht mehr auffindbar. Aber wir hatten ein gutes Kit. Und schon bald sollte das nächste PvP auf mich warten. Die raiden doch die angefangene Base. 100 Pro. Slack, Digga, wirklich. Unmöglich! Digga, willst mich verarschen. Und so begann der Anfang. Der Anfang vom Ende. Ich wurde so sauer, bin so am Ragen gewesen und verlor eine Waffe nach der anderen. Der Wipe war kurz vor dem Ende. Und ich wollte ihn einfach nicht zu Ende gehen lassen. Denn ich hatte die vorherige Nacht so viel gegrindet, um heute einen guten Start zu haben. Aber es sollte nicht so kommen. Jetzt
blieb mir nur noch eines übrig. Ich brauchte Hilfe. Also callte ich die Jungs. Und so wurde aus dem Solo-Adventure ein Solo-Adventure. Digga. Klick, klick, klick. Ich wein gleich. Ich schwöre, ich wein gleich. Da unten. Ja. Lass noch auf Akio warten. Außer wir kriegen sie safe. Lass von der linken Seite ran. Die Tür ist auch da ausgerichtet. Siehst du die Palisade da? So. Ja. Lass dann die hin. Er ist drin. Ich denke, der macht schon alleine was, ne? Beide dead. Nein, einer noch am Leben. Beide dead. Einer nur am Kriechen. Pass auf, ich weiß nicht. Gefinished, keine Fallen. Nice. Er hat extra Ammo. Ich hab TC, ich bin autorisiert. Ja, craft eine Tür. Ja. Hier ist eine Tür, bei mir. Okay, ja. Ich hab bloß... Oh. Kannst du dich nicht autorisieren? Ist ja, mach ich. Boah, der ist loaded. Bruder. Ich geh wieder raus. Weg. Aber die hat ein Willow hier. Ja, aber die Base ist anders loaded. Vielleicht irgendwie der... Boah, Digga, die ist loaded as fuck, Alter. Ich mach noch eine zweite Tür rein. Ist hier eine Piste vor der Tür? Ich bin dead. Ja, nix. Lass mich raus. Hab ihn. Aber der andere hat mich geboltet. Ich lieg. Akio, du kannst mich aufheben. Warte. Komm raus. Hä? Ich kann meinen Code nicht eingeben. Oh, mach keinen Scheiß jetzt, Akio. Ich kann den Code nicht eingeben. Wieso nicht? Jetzt, er liegt hier. Erschieß ihn links. Links erschießen. Nicht raus, nicht rumpicken, der Snap, nicht rumpicken. Da, erschieß ihn, er kriegt da. Ja, der hat ja nichts. Ja doch, der hat die Waffe gehabt. Das war der mit der Waffe. Okay. Ja, ich hab gesehen, aber wo der Goofy ist. Ich hab dein Kit. Okay. Ich trag's rein. Oh, schick. Digga, die haben über 1000 Scrap. Okay, dann lass gescheit voll machen und tschüss. Das Wichtigste, oder? Ja, wir kommen schon nochmal. Wir brauchen alles, wir haben nichts mehr. Endlich, mal wieder ein Erfolg. Nach dem erfolgreichen Raid-Counter konnten wir alles aus dieser Base transferieren. Und wir waren wieder back im Game. Denn uns gingen sowohl die Comms als auch die Waffen aus. Das war ein wirklich großer Gewinn. Aber die Action sollte nicht abreißen. Ich hab dein Geschäft. Dogcamp. Ja, ich seh. Digga. Wo? Hab ihn. Also ich weiß nicht, ob es war, aber... Hessi müsste anhaben. Ne, er hat kein Hessi an. Aber er kommt genau von unserer Richtung. Was ist das? Ja, das ist er. Aber... Ach, perfekt. Er hat auch nicht alles gemacht. Ich glaube, wo ich bin, mach Marker dann. Ah! Oh. Wart ihr das? Nee, Rocket Raid. Oh! Hier wird ein Rocket auf uns geschossen! Oh nee! Vom Ding hier aus. Werdet ihr von einer Base. Nein, das sind auch. Ich ja? Aber lass dann. Ja, die können nicht so weit schießen. Der ist von einer anderen Base hier. Auf P18. Ach komm, was sind denn das für Typen? Wir werden gesniped, 260. Ich hab den Laser. Von hinten, ja. AK. Full Kit, ja. Sind draußen? Ja. Und die gehen auf mich. Ich höre. Hast du den jetzt rein oder? Die waren vor der Base. Hab einen. Einer da. Wichtig, ich komme. Ich seh sie. Ich versuche meine Waffe zu holen. Wie viele waren es noch? Zwei. Ja. Zwei haben noch auf mich. Immer dead. Warte, lenk weiter ab, dann geh ich runter, Sven. Und ich geh runter. Oh, wow. Hab's dein Kit? Die AK? Mach mal kurz dich dann. Die AK? Okay. Ah, nice. Ich komm bei den anderen nicht an. Pass auf, dass die nicht looten. Das ist genau vor mir. Ich hab meine alte Leiche, Leute. Seh nicht. Warte. Ich komme. Lauf einfach hin. Bist du bei ihm? Warte, ja, hinter euch ist tot. Der hat Full Kit. Nice.
Ja, da, den könnt ihr looten, nice, ist der letzte, glaube ich. Warte, bei mir fehlt noch der Haufen Zeug. Meine AK. Oh, Rocket. Ja. Warte, hast du zwei AKs? Okay. Oh, ich bin dead, Leute, auf meinem X. Meine müsste da noch liegen. Ich bin aufgestanden. Ehrenspiel. Noch eine Star. Nice. Ja, gut, den Rest habe ich alles beschossen. Ja, er wird beschossen. Das ist ein anderes Game. Vorsicht. Bei mir unten war einer AK Full Kill. Ich würde das sagen. Er wurde beschossen von der Base. Ich hab ihn, dead. Nice, ich spawn in der Base, komm. Keine Ahnung, ob der alleine war. Ja, das ist der. Chaotic. Ich komme weg. Ich geh depawn. Ich hab AK, Tommy. Mit Laser, Digga, da haben wir sie wieder, unsere Spezialisten. Der Flug geht vorne, ist der Dutin. Ja, alles gut. Wo ist der? Hier oben bei mir. Nee, den Flugkit habe ich. Oh, ich hab Bolt. Oh nein, neben mir, close, neben mir. Ja, eben, da ist doch jemand. Nein, nicht im Wald, der ist an der Leiche. Die kommen im Heli. Ja, klar. Wir müssen uns beeilen. Am Stein. Ja, aber aufpassen, wir. Ja, die sind aber hinter dem Stein. Die sehen uns nicht von hier, die fighten. Win Hit. Ich komme. War es low? Ja, oben. Nein, ach mich! Warte. Einer dead. Mach weiter. X da alle. Komm. Da hinten war noch eine Saar. Hab ich einen Hit? Ja. Ich AG mit Pistol. Rechts kommt da einer. Da kommt ein Naked. Ja. Oh, hier, close. Hau ab. Ich bin dead beim Stein. Ich hab's gesehen. Vor dir. Ja. Zartyp ist dead. Zartyp am Berg ist dead. Oh mein Gott, ihr seid die absoluten Biester. Let's go. Komm, ich deck dich. Hab AK. Komm her. Nice. Komm zurück. Das war richtig big. Wenn die wissen, wo wir wollen, wir werden so anders geradet. Ich schwör's, ey. Oh mein Gott. Hat jemand eine Bolt gesehen? Es fehlt noch eine Bolt. Ja, ich hab drei Bolts mit reingebracht. Ah, okay, das waren ihre Full Kits. Hab eine AK gefunden. Lass mal noch eine AK gefunden. Ja, ist kann aber provozieren. Ja, nice. Weil der hat mich genervt. Ja, das weiß aus. Ja, hier ist Naked, der lootet rum. Vor dir. Wow, er hat AK gefunden! Ich bin hit! Oha, guck mal, wie viel Metall hier drin ist. Das könnte man mal machen. Ja, 704. Ja, jetzt muss ich. Moment. Ah, hier ist der Gambling-Ding. Der neue Waggon. Wie kann man Gambling? Kann nicht gegeneinander. Oh, da reitet einer. Okay, ich mach Max Bett, Freunde. Hab ihn Hit. Hey, ich hab gewonnen. Was gewonnen? Ich hab gewonnen. Easy. Da steht einfach Scam und dann Fall. Ich hab schon wieder gewonnen, ich hab 560 gescribed. Was ist da los? Hey. Ich mach nochmal Max Bett. 18. Land. Oh! Digga, ich hab 1000 Scrap! Was hast du? 1000 Scrap! Ich geh raus. Oh shit. 1060 Scrap.
1060 Scrap. Okay, und jetzt müssen wir wieder rein und wieder entladen drücken wahrscheinlich, oder? Ja. Wo ganz oben? Im vorherigen Rangieren entladen, hier. Hier ist nichts. Ah, so, der macht es von selber. Du musst gar nicht. Ja, okay. Wo looten wir das jetzt? Ja, wir müssen zu Hause. Wir haben sonst nichts mehr zum Abladen. Ach so, hast du alles mit? Ja. Hab ich. Wir fahren aber rückwärts. Ja, Fuel habe ich. 700 muss da rauskommen sein. Ich hab den hinteren auch mal angeschmissen, dass es ein bisschen schneller geht. Hast du alle Türen zu gemacht? Ne, nur oben. So eine Bolt. Ja. Hab ich. Oh. Ah, ne, ne. Wunderschön, wunderschön. Ah. Okay. Kurz Ecke wechseln. Aus. Opening. Die vier Rockets. Ich schau, hier ist hier. Okay. Hast du schon? Ja. Geht? Die vier Rockets? Ja, ich hab's gesehen. Nachdem der Heli so gegönnt hat, wollten wir unserem Nachbarn etwas von seiner eigenen Medizin zurückgeben. Deswegen gingen wir rüber und hofften, bei einem Dorp-Tap oder vielleicht bei einer skurrilen Situation etwas deep gehen zu können. Und das sollte sich dann auch bewahrheiten. Aber seht selbst. Weiß nicht, ob die online sind. Ich auch nicht, ich hab nur ein Licht vorhin halt in der Nacht. Ja, ja, die haben so rote Lichter dran. Leuchtet immer. Ja, ja, aber auch normales Licht. Weißes. Was ist das? Oh, die sind zu Hause. Ist doch er. Was gehört? Komm. Ja. War das hä? Ja, wer war wahrhaft. Na, ich kann ja mal versuchen, vom Weiten ihn killen. Dann will ich ja nochmal spawnen. Dann lässt er wahrscheinlich alles offen. Könnte sein, ja. Weil, er ist im Shooting für, ja. Ich versuche jetzt zu roofcampen. Da will er doch safe dann auf sein Dach. Kommt hoch. Glaube ich. Und? Moment, dead. Nein. Er Timer. Soll ich kommen? Ah, hier ist zu. Aber okay, good. Nice. Unten wäre bestimmt noch sau viel offen. Hast du vielleicht die C4? Das ist alles Stein. Mit durch zwei Decken. Was wett man? Ah, komm. Ich meine, die C4 ist noch eh wurscht. Wir haben ja noch die Rockets. Wir haben 5 Minuten Zeit. Reicht da unten rein. Ja, okay. Dann. Oh, zwei drauf. Soll ich? Zwei drauf. Klar, dann springe ich da runter und springe weg, oder was? Sag's doch. Gib mir das C. Warte, geh vor. Oh Gott. Ja. Warte, ich drop dir mal die AK. Behalt mal die AK. Okay, okay, ja, das ist jetzt blöd. Ich brauch die C4 hier. Ich spring's auf, scheiß drauf. Oder so weit. Stirbst du aber, hä? Ich weiß, ich hab aber ein Bett draußen. Direkt. Hier mich auf direkt. Oh, er ist gespawnt. Er ist neu gespawnt. Er weiß nicht, wo wir sind. Warte mal, vielleicht macht er was auf. Ist auch gehört. Es sind ganz schön viele Türen noch. Macht auf. Ah, ja, die hocken da beide. Oh. Zwei. Ist dead? Ja, ich bin runter gesprungen. Bist du dead? Ich hab einen. Nee. Ist wieder zu? Ist wieder zu? Ja, ist wieder zu. Warte. Hast du meinen Body? Ja. Einen hast du full dead. Okay. Einen habe ich für dead. Okay, pass auf, wir machen das jetzt anders. Wenn ich dir ein Zeichen gehe. Ich komme jetzt hier nicht mehr raus, ne? Ich weiß, du musst die sprengen, es hilft nichts. Du musst die 2C4. Hey, du hast noch eine Leiter. Ja, aber nur eine. Ja, aber dann kann ich mich ja Hauptsache safen. Ja, okay, dann mach das. Kleb die C4 ran, du musst bloß beeilen. An die Garagentür oder was?
Warte. Ich habe jetzt halt keine Waffe. Ja, okay, komm, geh da weg. Geh hoch, bitte. Ich habe keine Waffe. Du musst alleine machen. Warte, ich mache in deinen Buddy rein. Okay. Okay, let's go. Geh hoch. Ich weiß nicht, ob du schaffst. Bis ganz nach oben, aber so hoch wie du kannst. Schaffst du's? Ja, bleib so hoch wie du kannst. Ja, okay, bin. Mach. Bitte überleb. Ich glaube, wir sterben. Ja, wir sterben safe! Nein! Oh mein Gott! Ich bin drin. Ich komme. Bin drin? Komm. Ich such gerade irgendwas. Wir bauen halt einen Rocket Launcher. Mhm. Hätten wir Scrap dafür oder soll ich recyceln? Nachdem wir leider aus diesem spontanen Mini-Raid mit ziemlich viel Minus rausgegangen sind, ging Akio offline. Ich mache dann noch Cargo. Oh shit. Ulrich. Und sogar einen Kompo. Nichts Spannendes passiert allerdings dabei. Deswegen überspringen wir den Part und gehen direkt zu Tag 3. Da sollte es nochmal richtig rund gehen. Der Typ dort, ne? Würde das keiner machen. Na? Das ist safe. Okay, von hier sehe ich noch niemanden. Na, gehen wir mal. Let's go. Seht ihr uns vielleicht nicht. Aber wir werden jetzt eh sterben. Schon dehydrieren, let's go. Nein, komm, das Adrenalin. Das kickt. Das kickt, ich bin gespannt, du. Ja, der ist gerade abgelenkt. Komm, ich renn schon. Er dreht sich wieder zu uns. Echt jetzt? Ja, auf. Er ist abgelenkt. Warte, er hat L9. Jetzt? Warte. Wieso? Oh Gott, ich hab mich nachgeladen. Ist bereit? Hab ihn. Unten sind zwei. Einer an der Fahrbahn? Nein, es sind zwei. Einer ist bei dem Hügel. Also die sind beide an der Laufbahn. Pass auf, bei der Base war einer. Ja, die sind beide am Laufband. Runterfallen. Ich versuch den von der Base zu holen. Ich glaube, ich geh runter. Schau, dass ich die flanken kann. Vorbahn. Er hat mich. Keine Ahnung wie. Durch das Ding. Ah, ich seh ihn. Schieß aber nur, wenn es selbst ist. Was ist das? Ja, einer rennt hoch zu deinem Loot. Okay. Hab den unten. Nice. Ich kann ihn bloß nicht looten, ich renn wieder hoch zu deinem Loot, um den zu deffen. Messi? Nice. Ja, die kommen immer wieder, aufpassen. Ah, er ist hier. Bin zu anders geworden. On my way. Wo ist er? Hier oben bei mir. Okay. Oh, er hat so einen richtig hässlichen Headglitch. Ich könnte ihn ablenken. Ich bin gleich dead. Ja, ich bin so One-Shot. Ja, ich bin. Er wird mich töten. Wo ist er? Ja, ich bin am Fall-Damage gestorben. Er ist oben bei mir. Nee, hab ich nicht. Ich hab ihm 3 Headshots gegeben, er hat überlebt. Chill. Renn zu dem Hessi, den ich gekillt habe. Vielleicht kann ich den sehen. Ja, es ist an deiner Ding. An deiner Leiche. Bringt ihn bei, Hessi-Kid. Nice. Er rennt zurück, kriegt du einen Excavator rein. Pass auf, da war ein Toolkit bei dir. Kannst leider drücken. Oh, er hinter mir. Ja, ich hab mich gerade umgezogen. An den Stein. Hab ihn. Nice. Aber der Toolkit über mir, der macht mir Sorgen. Ja, ich hab noch einen Bag. Komm wieder gerannt, aber dauert. Aber keiner. Warte, noch einer.
Ja, ist hier unten. Hier unten, hier unten beim Laufband. Noch weiter, ich bin tot. Noch einer. Versucht, an den Body zu kommen. Ja, Strangvergiftung. Eine Waffe? Nice, nice. Ja, der hat die Kids. Der hat alles genommen und ist weg. Ja, aber ich hab ihm Triple Headshot gegeben. Okay. Nice. Bin gleich da. Das ist jetzt alles hier. Schnelle bei uns, keinen Schuss gefunden, habe ich einfach jetzt Feuerschuss. Genau. Der Meter. Er ist oben am Berg. Ja, er ist dead. Nice. Bin tot. Oh, ich war geboldet. Ah, da ist er. Ein anderer hat vor allem das auch. Jesus. The one. Ja, ich war gedoppelt. Ah, drei Mann um mich rum, ich bin so tot. Ja. Kannst vergessen, Digga. Nimm, komm spawn hier und helfen. Ist das wieder ein anderer? Nochmal andere Teams. Ich geh dir jetzt holen, ich spawne mal ein Ding an meinem Body. Also ich wurde von irgendeinem Treasy wurde ich getötet. Ja. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Noch einer. Ja. Das sind zwei Mann. Aufpassen. Cassius. Okay, ich bin einfach scheiße. Never mind, einer dead. Einer raus. Zwei da raus. Nice. Drei waren's, ne? Zwei habe ich gesehen, ja. Könnte aber noch ein dritter sein, aufpassen. Hat er auch keinen hier? Oh ja, den Stuff. Also auf jeden Fall. Auf, ich bin ja, jetzt, auf jetzt. Komm. Ob das letzten Endes ein Plus- oder Minusgeschäft war, kann ich euch nicht sagen. Allerdings hat es mega Bock gemacht und es war geiler PvP. Aber die Action sollte nicht abreißen. Crate erschien auf Crane und wir wollten natürlich direkt hin. Und natürlich nahmen wir dabei unseren Zug. Turm, aufpassen. Geht gerade hoch. Nein, 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 auf dem Kranturm, meine ich. Ah, da ist einer. Was schießt? Ja. Ihn. Ich glaube, einer hat mich gesehen. Ja, ich glaube, einer hat mich gesehen. Der eine geht hier auf diese Red Room. Ja, und einer ist oben auf dem Kran. Ja. Hab mich gesehen. Nee. Das ist ein Headshot. Ja, gut hit, nein. Der andere ist links von mir. Pass auf, der wird gleich hier unten oben picken. Hier nicht, rein. Aber, ich glaube, der andere steht genau hinter der Tür. Ja, ja, der andere umläuft. Wir müssen das anders spielen, wir müssen weiter. Ja, der andere ist bei der U-Bahn. Der andere. Okay. Warte, dann okay, ich hin. Hab ihn. U-Bahn dead. Nice. Er piekt schon an meiner Seite, ja. Ja, hab ihn. Ja. Hast den. Nice. RB Anubis heißt der. Oh, ich glaube, sein Body bockt, ne? Oh, ja. Für looten. Oh, nee. Aber von unten vielleicht. Wir haben gesilenced. Ich seh ihn. Wo? Ich seh ihn auch, ja. Ich hab ihn nicht getroffen. Ja, ich hab ihn zwei. Ich auch nochmal einen. Noch einen. Ah, jetzt muss ich nachladen. Weiß nicht, wo er ist. Ist immer nochmal. Er war. Ja, er piekt wieder. Ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. Der gleiche. Er ist so hässlich hinter dem Busch. Ist er tot. Gut. Schrott. Schrott MP5, was ist. Und Armor Double da. Nimm einen Zug. Ja, er muss tot sein. Stopp,
Stopp. Geh, spring raus. Ja, ich fahr mir davor. Warte, er liegt, er braucht. Oh, Schüsse! Andere Seite. Hab ihn. Da kommt wieder einer. Mit dem Pferd. Komm her. Weiß nicht, ob es naked ist. Ich hab nicht ganz gesehen. Tot. Oh, nochmal mit Waffe. Was? Die wohnen wohl da, hä? Aber der hat den Loot dabei. Ich glaube nicht, dass der dazu gehört. Ich glaube, der hat bloß die Schüsse gehört. Und ist Spaß vorbeigekommen. Könnten da oben wohnen, hä? Also dann machen wir Abfahrt. Ey, ich hab 500 Scrap. Wo hab ich 500 Scrap? Ja, dann fahren wir heim. Vielleicht finden wir jetzt auf dem Weg. Ja, das wäre der Rocket Launcher. Nein, stimmt. Aber vielleicht finden wir noch das Casino-Ding. Da mache ich 1000 draus, kein Problem. Ah, da steht einer. Da. C4! Raus! Raus! Hä? Da oben. Hab ihn. Nee. Headshot. Hab ihn auch nochmal hit. Auf der, hinter dir. Tot. Der hat das zu viel geworfen, der Typ. Der Typ ist doch zu viel. Digga, was ist denn falsch mit ihm? Ja, er hatte aber nur eins zu viel. Er wirft einfach C4 da dran. Ja, okay. Alter Latz. Was ist das denn? Nach dieser Aktion wussten wir, was zu tun war. Wir wollten diese Gruppe raiden. Wer ein C4 an einen Zug wastet, musste einiges haben, damit er das auch entbehren kann. Akio musste jetzt allerdings offline und ich machte mich ans Farmen. Ich wollte diese Gruppe unbedingt raiden. Ich machte auch nochmal Heli und hatte tatsächlich 4 Kisten mit Rockets und C4. Als ich alles verarbeitet hatte, gingen wir rüber, bauten eine Raid-Base und legten los, um diesen Vibe mit einem ordentlichen Knall zu beenden. Mach mal auf. Da in der Mitte. Hier ist einfach drauf. Oh, falsche Rakete. Ich hab die falsche geladen, glaube ich. Oder? Ja, sorry. Ja. Die hatte ich noch drin. Okay, noch eine. Kommt. Vorsicht. Kölz, warte. Ja. Lass voll durch die Wand gehen. Oberhalb der Tür. Er ist am Dach, am Dach. Roof. Ja. So ungefähr. Aua. Hab ihn wieder Headshot. Alles HKM, siehst du's? Ja. Wir müssen aber die Turrets da schnell wegmachen, bevor die zusehen können, weißt du? Ja. Wieder am Dach, passt auf, wieder am Dach. Ich mach AV, ich lade AV. Aha. Muss Flame auf das andere schießen, irgendwie. Aua. Ja, aua. Das trifft man so schlecht. Hä? Rechts? Einer außen. Knock. Ja, du bist viel zu weit vorne. Rechts? Ja. Ja. Ich kann nicht näher kommen, sonst finisht mich der Search. Ich versuche dich aufzunehmen. Also sieht die Decke aus, wird zu knapp. Er ist wieder am Dach. Aha. Oh. Ich hab die ganz komplett anders vorgestellt. Warte mal. Oh, es trifft. What the fuck? Cheating. Ihr seid kleine Cheater. Ja, ich sag mal, ich bin lange nicht auf dem Stellen, nein. Einer war weg. Letzte Rocket, ich muss gleich Rockets holen. Ja, ich würde gerne näher ran. Wie fahren wir denn noch? Wir haben noch 9 Rockets. Komm mal! Bist du dead? Ich bin one, ich lebe noch. Ich hab grad ab. Im Compound drin. Ja, im Compound. Ich hab ihn ab, er ist dead, okay. Muss aber heilen. Wir sind alle low, das ist nicht so gut. Ich halte jetzt noch meine Rock Brand rein.
Richtig. Achtung, er ist am Kopf! Okay. Dead. Nice. Ich muss Heal holen, ich bin leer. Nee, noch nicht, aber es brennt. Ding, das Turret ist halt jetzt. Ja, vielleicht kann man relativ links dran vorbei. Kommt Naked drauf. Aus dem Turm ist dead. Ja, so ganz links geht. Wir sind drin. Full deep. Achtung, warte mal, ich check erst. Check erst. Aha, aha. So. Perfekt. Er hat hier C4. Warte, geh mal weg, ich mach den TC weg. Aha. Achtung, Tor geht auf. Er ist dran. Und das war's dann also. Mein Solo-Verstärkungs-Wipe. Es war nicht der beste Wipe, den ich je gespielt habe. Aber nach der langen Pause auf jeden Fall ein sehr, sehr guter. Und ich wollte euch daran teilhaben lassen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten. Oder in einem der Livestreams hier auf YouTube. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Haut rein!